Wir wollen eine nachhaltige Entwicklung erreichen. Dafür brauchen wir Strategien und über die möchte ich jetzt nachdenken. Und zwar auf der Grundlage der komplexen Analyse unserer Welt, die geprägt ist von Systemen, von funktionierenden Systemen, aber auch solchen, die sich gegenseitig beschädigen. Wir haben an anderer Stelle gesprochen über komplex miteinander verwobene Risiken, die ja, als emergente Eigenschaften auch eine Folge sind von Systemwirkung. Wir bemühen uns seit einiger Zeit in verschiedenen Zusammenhängen, diese systemische Betrachtung nicht zur Seite zu drängen, auch wenn es halt immer schwerfällt, diese Vielfältigkeit von Beziehungen in den Griff zu bekommen, in vielfältigen Zusammenhängen, die betreffen nicht nur die Lehre der Hochschule, sondern auch die Anwendung etwa in Entwicklungsprojekten, in ganz unterschiedlichen kulturellen und ökologischen Zusammenhängen. Und wo wir ein Instrument nutzen, das im Grunde eine systemische Wissenskartierung darstellt, wo Menschen befähigt werden, Schritt für Schritt das, was sie wissen über eine Situation, in der sie häufig selbst stecken, die sie auch gut durchdringen, Schritt für Schritt mal aufzulösen und sich zu fragen, was sind denn da die Systemkomponenten, was gibt es für Herausforderungen, wie hängen die miteinander zusammen, wie wirkt ein bestimmtes Problem auf ein anderes und die Erfahrung zeigt, dass Menschen ziemlich gut sind darin, komplexe Zusammenhänge eigentlich zu erfassen und auch aufzuzeichnen und solche Wissenskarten zu nutzen, um komplexe Geschichten zu erzählen. Darum geht es ja, dass wir uns die Geschichte erzählen. Wenn wir hier das Problem haben, kommt daraus das und dann kommt noch das dazu und dann wird es ganz schlimm oder umgekehrt auch klar, wenn wir hier was änderten, könnte das eine Lösung bedeuten. Wir haben eine Methodik entwickelt im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit mit der GEZ, die heißt Marisco. Da geht es um das Management von Risiken und Vulnerabilitäten. Zunächst eigentlich im Naturschutzzusammenhang, später haben wir es auch verwendet für allgemeinere Situationen. Letztendlich geht es um regionale Entwicklung, die ja immer auch in Räumen stattfindet, immer in Ökosystemen. Und am Ende ist es eine Methodik geworden, die ökosystembasiert ist, aber menschenzentriert. Die Menschen sind im Fokus auch als Diagnostiker letztendlich und als die, die letztlich befähigt werden müssen zu handeln. Und wo wir versuchen, wichtige Prinzipien, von denen wir verstanden haben, dass sie relevant sind für gute Ergebnisse, zu beherzigen, wie eine angemessene Partizipation, eine Diversität von Beteiligten, Wissen aus verschiedenen Quellen. Am Ende geht es dabei auch immer um Wissenskoproduktion. Idealerweise bringt man Menschen zusammen, die sonst gar nicht zusammenkommen und die dann gemeinsam an der Wand so ein Modell entwickeln, ein komplexes Modell zur Situation in einem Landkreis, in einer größeren Region, in einem Schutzgebiet, wo auch immer. Das sind dann dynamische Prozesse, die rund um die Welt, so ist unsere Erfahrung, sehr spannende Ergebnisse erzielen und Menschen auch befähigen, sehr systematisch und kompetent nachzudenken über Lösungen. Über Lösungen, die möglich sind und vielleicht aber auch solche, die nicht so gut funktionieren. Darum geht es nämlich auch, zu reflektieren, was wird dann schon gemacht und ist das wirksam, kann das funktionieren. Also das ist so der Ansatz dieser Übung, von den Problemen am Ende wirklich zu Lösungen zu kommen oder zu Strategien, wäre so das Wort, das wir da verwenden. Strategien haben wir auf verschiedenen Ebenen, geben wir uns als Staaten, haben wir in Unternehmen, in Institutionen. Wir sind ganz schön strategisch unterwegs. Wo kommt das Wort eigentlich her? Aus dem
Griechischen, wie so vieles, ein Fachwort, was aus dem Krieg stammt. Strategos, der Feldherr, der General, der ja, plant, wie er den Gegner bezwingt. Und leider ist es so, dass vieles von theoretischen Überlegungen, viele theoretische Überlegungen und auch wissenschaftliche Ansätze entstanden sind in diesem militärischen Kontext. Und ein bekannter Militärstratege ist der von Clausewitz, der in Preußen darüber geschrieben hat, was Strategien sind, wie sie sich auch unterscheiden, etwa von der Taktik. Das ist bedeutsam, sich das klarzumachen, dass es große und kleine Schritte gibt, große und kleine Ziele, die benutzt werden, um ja, Schritt für Schritt voranzukommen. Und etwa die Unterscheidung zwischen Taktik, die viel kurzfristiger ist und im Krieg bedeutet, dass man mal eine Schlacht gewinnt, und Strategie, die natürlich bedeutet, dass man ja, seine endgültigen Ziele erreicht. Um jetzt etwas wegzugehen aus dem militärischen Kontext, gehen wir zum Schach. Das ist ein strategisches Spiel, allerdings zutiefst von der ja, militärischen Vorgehensweise geprägt. Völlig klar, da sind zwei Königreiche, die sich gegenüberstehen und wo nicht umsonst dieses Spiel eine große Bedeutung erlangt hat, Beliebtheit, weil es komplex ist, weil es verschiedene Spieler, Spielformen gibt, Züge, Formen sich zu bewegen und wo man mehr als einen Teil im Blick haben muss. Und wo es auch darum geht, dass es letztlich spannend, die Züge des Gegners vorauszuahnen. Idealerweise in mehreren Schritten, idealerweise in mehreren Kombinationen, um dann ja, eine plausible eigene Strategie zu entwickeln, aber notfalls auch anzupassen, wenn die Dinge sich anders entwickeln, als man sich das gedacht hat. Man kann Taktik und Strategie, diese Unterscheidung zwischen Schlachten und Kriegen, auch auf andere Lebensbereiche anwenden. Wenn ich etwa an die Medizin denke, geht es ja häufig darum, taktisch erstmal vielleicht einen Patienten zu behandeln, Symptome zu bekämpfen, ihn kurzfristig zu stabilisieren, um überhaupt ihn in die Lage zu versetzen, dass die Strategie wirken kann, dass er lang genug überlebt, um dann ja tatsächlich gesund zu werden. Die Strategie würde darin bestehen, die verschiedenen Behandlungsschritte, die nacheinander erfolgen, sich vorher zu überlegen, aufeinander abzustimmen und sicherzustellen, dass diese verschiedenen Behandlungen sich auch nicht behindern, dass man nicht Medizin verabreicht, die sich gegenseitig in der Wirkung etwa aufhebt. Ganz allgemein können wir definieren eine Strategie als etwas Komplexes, als etwas Übergeordnetes, was geprägt ist von einer Reihe von zielorientierten Entscheidungen. Zielorientiert, das heißt, das ist irgendwo erforderlich. Man muss wissen, wo man hin will. Und klar, das Ganze muss geplant werden in einer Art und Weise, dass es mit Ressourcen, die zur Verfügung stehen, umsetzbar ist. Und jenseits des ja, Managements, jenseits des Nutzens von Ressourcen, um kurzfristige und langfristige Ziele zu erreichen, kann es häufig günstig sein, dass eine Strategie auch darauf abzielt, Rahmenbedingungen zu verändern. Und in dem Sinne, ja, wir nennen das Governance, sozusagen bereitzustellen, auf der Ebene von Staaten, von Gesellschaften, sozialen Systemen aller Art. Es gibt unterschiedliche Strategien, Strategietypen, verschiedene Möglichkeiten, sie zu klassifizieren, etwa in Bezug auf die Systeme, die wir da verändern wollen. Am Ende geht es ja um Veränderungsmanagement, und diese Veränderung kann sich beziehen
auf Systeme ökologischer Art genauso wie soziale Systeme. Und die Strategien können wir unterscheiden, je nachdem, was sie erreichen sollen. Eine Förderung der Gesundheit eines Systems, der Funktionstüchtigkeit oder auch die Beseitigung oder Minderung eines Systems oder Wirkung eines Systems, das schädlich unterwegs ist in einem gewissen Kontext. Und dann, klar, werden Strategien klassifiziert nach den Maßnahmen, nach den Instrumenten, die eingesetzt werden, die technisch sein können, finanziell, ökonomisch oder auch klassifiziert werden können, je nachdem, was im Vordergrund steht, welche Art von Maßnahmen lässt man Systeme eher für sich allein arbeiten, versucht man sie abzuschirmen, zu schützen oder interveniert man, manipuliert man die Systeme, um sie in eine Richtung zu bringen, die man sich vorstellt. Gesucht ist eine Strategie für die nachhaltige Welt, die wir alle wollen. Das Ziel ist irgendwie klar, vielleicht noch nicht ganz sauber beschrieben in Bezug darauf, was Nachhaltigkeit ist, aber wir versuchen uns ja da anzunähern. Und wie geht man vor, wenn man eine Strategie entwickelt oder wie sieht eine ideale Strategie aus? Ich würde sagen, idealerweise ist sie kreisrund und nicht linear. Linear ist eine Strategie, die sich vorstellt, da will ich hin und da werde ich ankommen. Die Erfahrung lehrt, dass das häufig schief geht, weil man vieles nicht bedenkt, was auf dem Weg alles passieren kann, und man geht lieber mal ein, zwei, drei Schleifen mehr. Ich hebe ab hier auf das Prinzip des adaptiven Managements, das ich an diesem Zyklus verdeutlichen möchte, was bei uns in dieser Methodik Marisco der Leitfaden ist, an dem man sich entlang hangelt und wo man sich immer fragt zunächst, klar, warum will ich eigentlich eine Strategie anwenden, was soll in diesem System grundsätzlich verändert werden, was ist überhaupt das System, was ist der Raum, das ist ja schon wichtig, die Systemgrenzen zu definieren, und dann geht es darum, wie Menschen betroffen sind oder was wichtig ist für die Menschen in einem Gebiet, das unterschiedlich groß sein kann oder von unterschiedlichen sozialen Systemen geprägt sein. Wie sieht es aus mit dem Ökosystem oder den Ökosystemen, die die betroffenen sozialen Systeme prägen? Wie sieht es aus mit der Gesundheit dieser Ökosysteme? Wie ist die Funktionalität? Gibt es Probleme? Gibt es Stresse? Gibt es Risiken plausibler, erkennbarer Art? Dies alles als Grundlage dafür, dass Strategien entwickelt werden, die dann gezielt die Veränderungen herbeiführen mögen, die man identifiziert hat. Das Ganze dann verfeinert in einer Phase der Plausibilitätsprüfung und der Effektivitätsprüfung, die allemal so richtig beginnt, wenn die Strategien umgesetzt werden. Das ist entscheidend wichtig, vielleicht eigentlich trivial, nicht, dass man sich anschaut, wirkt das, was ich mache? Die Erfahrung zeigt, dass das häufig nicht so ausgeprägt ist oder dass man es manchmal auch nicht so genau wissen will, vor allem dann nicht, wenn die Strategien nicht gut wirken. Und dann werden die Strategien kurz- oder mittelfristig selbst zu einem Problem. Insofern ist es ganz entscheidend, dass ja die operative Planung, Umsetzung folgt, aber dann begleitet auch von einer Dokumentation, einem Monitoring, einer Evaluierung. Und wenn man das dann mal so durch hat und anwendet, dann kann man sich eigentlich wieder fragen, ist das noch eigentlich richtig, was ich mir vorgenommen habe? Es ist ein bisschen Zeit vergangen, sind Veränderungen passiert, auch vielleicht durch die Wirkung der Strategien, und dann hört man am besten nicht auf, das zu analysieren. Und insofern ist dann ein adaptives Management zirkulär, wo man immer mehr lernen wird über die Systeme, über die Funktionalität und die Dysfunktion und die Wirksamkeit von Strategien. Das ist die Idee. Dann ist relevant die Wissenskartierung, die
wir im Laufe der Zeit angepasst haben, insofern als dass wir, obwohl wir ökosystembasiert denken, mit den Menschen anfangen bei dem, was ihnen wichtig ist. Ja, das ist also ganz bewusst so, dass man es als legitim einschätzt, dass Menschen, die Akteurinnen sind in einem Raum, sich selbst im Mittelpunkt sehen des Ganzen. Und man fängt auch dann an, entsprechend sich zu fragen, was sie brauchen, was sie erwarten, was sie von einem guten Leben erwarten. Was ist das menschliche Wohlergehen, das Versorgung mit Ressourcen bedeutet, genauso wie Sicherheit, soziale Geborgenheit und so weiter und so fort. Und die Frage, die sich dann immer anschließt, ist die Frage, wo dann dieser Zustand herkommt. Wie stellt der sich ein? Was gehört dazu? Was sind die Zutaten? Was dann entsprechend Produkte sein können oder Leistungen, die von anderen Menschen bereitgestellt werden, beziehungsweise von Institutionen, sozialen Systemen. Das wäre hier eine Kausalanalyse, wo kommt das her, was ich brauche, was ich benötige für mein Wohlergehen, was gibt es für soziale Leistungen, die von sozialen Systemen erbracht werden. Die Reflexion, völlig unabhängig vom Ort auf diesem Planeten, zeigt dann relativ schnell, dass nicht alles, was wir brauchen, damit es uns gut geht, von Menschen bereitgestellt wird oder von Institutionen. Da war ja noch was, da sind die Ökosysteme, die sogenannte Ökosystemleistungen erbringen. Ein Begriff, den man kritisch diskutieren kann. Allemal, wenn man einen Ökosystemansatz verfolgt und sagt, der Mensch ist Teil eines Ökosystems, dann ist wohl das, was uns trägt, das, was uns hervorgebracht hat, kaum ein Dienstleister. Aber gut, de facto ist diese Beziehung häufig erstmal so zu sehen. Und in der Tat ist diese feine sprachliche Veränderung schon in der wissenschaftlichen Literatur vollzogen worden. Früher sprach man von Ökosystemdienstleistung, jetzt sind es Ökosystemleistungen. Also die Natur ist uns nicht zu Diensten. Ja, besser wäre es wahrscheinlich andersrum, wenn wir ihr zu Diensten wären, damit es uns gut geht. Aber das wäre in einem anderen Zusammenhang zu bedenken. Wichtig ist natürlich, welche Ökosysteme bringen diese Ökosystemleistungen hervor, die bedeuten, dass Material bereitgestellt wird, wie Holz und Nahrungsmittel und sauberes Wasser und letztlich sehr viel mehr, wie wir gelernt haben, vor allem in den vergangenen Jahren, auch dadurch, dass uns deutlicher wird, was uns fehlt, etwa ein uns und unserer Landwirtschaft zuträgliches Klima. Ja, der Klimawandel hat uns darauf gebracht, dass es regulierende Leistungen gibt, wie Kohlenstoffspeicherung und eine Regulation der Zusammensetzung der Atmosphäre, genauso wie kühlende Eigenschaften von Gewässern und von Wäldern und so weiter und so fort. Das wären alles relevante Leistungen, die zum menschlichen Wohlergehen beitragen. Und die Ökosysteme sind da von zentraler Bedeutung. Die liefern nämlich den Rohstoff, die primäre Materie, alles das, was am Ende durch Institutionen, soziale Systeme administriert wird, verwaltet wird. Also auch, klar, wenn Wasser im Supermarkt gekauft werden kann und von irgendwo hergefahren wird, muss es ursprünglich mal in einem Ökosystem bereitgestellt worden sein, gereinigt worden sein. Genauso wie ja, die Energie, die wir benötigen, zu leben oder alle die Dinge zu tun, die wir gerne betreiben. In der Systemanalyse folgen dann Schritte, die sich damit beschäftigen, was eigentlich diese Ökosysteme, die uns tragen, die uns diese ganzen Leistungen bereitstellen, nebenbei genau wie die sozialen Systeme auch, was die brauchen, um gesund zu sein. Was bedeutet ein gutes Leben für ein Ökosystem im Sinne von Arbeitsfähigkeit? Na, egal wie wir es nachher nennen, einer ausgeprägten Menge an Ökoexergie, physikalische Arbeitsfähigkeit. Dazu gehört, dass Komponenten da sind in diesem Ökosystem, dass die miteinander wechselwirken können und nicht durch Barrieren davon abgehalten werden. Es sollte nicht so sein, dass Komponenten ständig ausfallen oder aussterben. Es braucht gewisse Strukturen, es braucht
gewisse Mindestgrößen von Ökosystemen. Ein Wald ist nicht ein Wald ab einer beliebigen Zahl von Quadratmetern, genauso wie ein Fluss nur ein Fluss ist, wenn er fließt. Also das wären Bedingungen, diese Schlüsselattribute für das Wohlergehen der Ökosysteme und Leistungsfähigkeit. Der nächste Schritt ist dann die Analyse, die logisch sich anschließt, nämlich die Frage, ist denn das alles so gegeben, wie es sein müsste, oder gibt es Stresse in diesen Systemen, gibt es Symptome, die uns anzeigen, das System ist krank, es funktioniert nicht, es sind Funktionen ausgefallen, sie drohen auszufallen, und was ist da das Problem? Es brennt viel, es kommt in der Tat zum Aussterben, es kommt auch in genutzten Ökosystemen, die durchaus mit betrachtet werden, zu Landnutzungsveränderungen, die bedingen, dass Systeme, die ja, uns zuverlässig etwa mit Nahrung versorgt haben, das nicht mehr tun. Nicht? Und zu diesen Ökosystemleistungen gehören nebenbei auch kulturelle Leistungen, ohne weiteres in ästhetischer Hinsicht, dass irgendwie Landschaften schön sind, dass sie uns inspirieren, dass sie uns Identität geben. Und selbstverständlich gibt es da auch komplexe Wechselwirkungen wiederum mit Menschen und Kulturen, so dass wir sagen müssen, so ganz lassen sich ja Menschen und Ökosysteme auch nicht voneinander trennen, nicht, sondern in der Regel sind es ja sozioökologische oder sozialökologische Systeme, die da uns tragen. Wenn wir die Stress identifiziert haben, wie Symptome von Krankheiten, liegt die Frage nahe, wo kommen die her, was treibt die Stresse. Was sind die Stresstreiber, wo wir dann erkennen werden, ja, das hat zu tun mit Landnutzung, mit Entwicklung von Infrastruktur, mit Verschmutzung, mit ja, allem, was wir tun. Häufig tatsächlich im Bestreben, unser Wohlergehen zu vermehren. Und was ja, häufig aber dann einfach zu viel ist und raumgreifend. Auch diese Stresstreiber haben Gründe, die man idealerweise versteht, um später kluge Strategien entwickeln zu können, die wirksam sind. Und diese ursächlichen Faktoren, die bedingen, dass die Stresstreiber so wirken, wie sie wirken, haben zu tun mit der Verfasstheit unserer Gesellschaft, mit Gesetzen, die wir haben, anwenden oder nicht anwenden, mit ja, Entscheidungen einzelner Personen oder von Institutionen, mit Strategien, die bestimmte Landnutzungsweisen bedingen, die letztlich ja, mit Regierungsführung zusammenhängen, Vorhandensein von Ressourcen, Förderpolitik und Ähnlichem und am Ende immer irgendwie auch die Werte, die wir haben, die uns orientieren. Und die uns dazu bringen, Dinge zu lassen oder zu tun. So, das kommen dann immer mehr Faktoren hinzu, die zum Teil sehr lokal spezifisch sind, zum Teil sicherlich auch ja, geprägt sind und das zusehends in einer globalisierten Gesellschaft von Faktoren, die überall wirken. Und das gilt sowohl im sozioökonomischen, soziopolitischen als auch im ökologischen. Ein Klimawandel einmal entfesselt global ist dann überall wirksam. Wenn wir uns fragen, wo kommen diese ursächlichen Faktoren her oder wer ist für die verantwortlich, sind das die sozialen Systeme. Die hatten wir ja schon mal. Das sind die sozialen Systeme, die uns auch das Gute bescheren, die sozialen Leistungen. Und wo wir feststellen, jetzt fangen wir an, uns im Kreis zu drehen, oder dass die Institutionen, die wir uns geschaffen haben, die uns ein gutes Leben ermöglichen sollen, das nicht ausschließlich nur tun, sondern auch ja, teilweise das Gegenteil bewirken und unterminieren, was wir anstreben. Eine solche Analyse kann in einem spezifischen, konkreten Fall dazu führen, dass man ziemlich viele Elemente identifiziert, die hier nicht lesbar sind. Ich glaube, es ist auch georgisch. Insofern für mich auch nicht lesbar, eine Anwendung im Kaukasus. Aber die verschiedenen Farben zeigen die verschiedenen Kategorien, im grünen Bereich oder im blauen Bereich tatsächlich das
menschliche Wohlergehen, die menschlichen Leistungen und sozialen Systeme, grün die Ökosysteme und dann daneben violett die Stresse, rot Stresstreiber und orange die ursächlichen Faktoren. Wenn man das mal so gemacht hat für ein Gebiet, in dem man arbeiten möchte, kann man jetzt hergehen und sich fragen, was möchte ich denn erreichen? Und da ist es naheliegend, dass man sagt, das, was gut ist, das, was mich trägt, das mir Wohlergehen beschert, das muss besser werden. Na, dafür könnte ich Strategien entwickeln, Ökosystem fördern, größer machen, restaurieren, schützen, was auch immer, Menschen direkt begünstigen, soziale Systeme besser ausstatten, verbessern. Das wäre hier auf dieser positiven Seite fördernde Strategien. Oder, klar, wenn wir dieses auf der linken Seite das ganze Problemgeflecht haben, das ganze Gebräu, was die uns Sorgen bereitet, muss hier erreicht werden, das muss weniger werden. Idealerweise eliminieren wir Probleme, ungünstige Wirkung. So, da haben wir schon mal eine Arbeitsrichtung und das ist auch wichtig, wenn wir in Rahmen von Strategienformulierung eine Theorie des Wandels formulieren wollen. Darum geht es ja. Wir müssen die Theorie haben, was ist gut zu erreichen, was ist die Schlagrichtung. Und am Ende, klar, sind das systemische Beziehungsgeflechte, was man nicht deutlich sieht überall, stecken Pfeile dahinter, die ja etwas treiben und zwar komplex und wo es auch teilweise Rückwirkungen gibt, wo es Stresstreiber gibt im System, die bedingen, dass ursächliche Faktoren noch stärker werden und dann haben wir hier Rückkopplung drin, wie das typisch ist in Systemen oder wir haben tatsächlich Prozesse, die hier zusammenlaufen, Synergien, die auf unvorhersehbare Weise die Problemerzeugung verschärfen. Also es ist mehr oder weniger hier, aber dennoch diese Schlagrichtung, was man hier tut, wird Auswirkungen haben, mutmaßlich auf der Seite, deshalb müssen Strategien auch eine gewisse Richtung haben. Das ist schon mal klar. Dann kann man schauen, was wird eigentlich schon gemacht. Es gibt ja immer schon jede Menge Lösungen und Strategien, die in Regierungsprogrammen stehen oder Institutionen verfolgen, irgendwie Aufforstung betreiben oder Förderprogramme und ähnliche Dinge. Wo wirken die denn eigentlich? Und dann kann man die da reinkartieren und sagen, da passiert was und da und hier und da auch. Dann sehen wir auch, es gibt unterschiedliche Formen von Strategien, solche, die eher so direkt Symptome lindern. Das kann schon auch mal wichtig sein. Wenn Wasser dreckig ist, muss das vielleicht gereinigt werden. Aber es gibt auch Strategien, die weiter links ansetzen und die vielleicht dafür sorgen, dass Wasser erst gar nicht verschmutzt wird. Auch das ist relevant und in der Realität wird man häufig sein, das geht sehen, es geht nicht um das eine oder das andere. Es braucht eine gute Mischung. Allemal, wenn Systeme schon stark unter Stress sind, wie beim Patienten, der also unter multiplen Organschwierigkeiten leidet, muss da erstmal stabilisiert werden, um die langfristige radikale Behandlung da zu überstehen. Im Rahmen der Kartierung wird man vielleicht auch Probleme sehen, nicht Treiber von Treibern, die nicht behandelt werden bislang und dann gibt es da vielleicht strategische Lücken und dann kann man sagen, das wäre gut, hier noch komplementäre Strategien zu entwickeln und die da einzusetzen. Und dann, klar, ist die Frage, und jetzt, ist die Strategie fertig? Die übergeordnete Strategie aus einzelnen Strategien oder wirkt das überhaupt? Der nächste Schritt ist natürlich die Evaluierung oder die Prüfung der Plausibilität. Wirkt das? Idealerweise, wenn die Strategien schon angewendet werden, kann man das messen. Dass man sagt, so, da wird aufgeforstet, dann stehen nachher viele Bäume und dann haben wir wieder Wald. Dann ist alles gut. Ist das möglich, das zu untersuchen? Ist es überhaupt realistisch, wenn man eine Strategie, die haben wir jetzt ja neu vorgeschlagen, plant, zu erwarten, ich verändere irgendwo hier hinten was im System und dann wird das schon nachher irgendwo da eine Wirkung zeigen und den Menschen Gutes bereiten. Also wenn ich hier ein Gesetz mache, was auch immer dabei rauskommt, wird es nachher Menschen konkret
bescheren, dass sie besseren Zugang zu Nahrungsmitteln haben, ist ja eine durchaus relevante Frage. Häufig wird es so sein, dass man in der Tat eine Theorie des Wandels entwickelt, indem man sich überlegt, was wird denn durch meine Intervention ausgelöst, was sind die einzelnen Schritte, auch entlang des Systems, das wir hier von Problemen, werden sozusagen diese Problemketten potenziell umgewandelt in Lösungsketten, ja, in Ergebnis-Wirkungsketten. Und klar, Frage ist, sind das Ketten oder sind das sogar Netze, weil hier haben wir es ja eigentlich mit einem Netzwerk von Problemen, einem komplexen System von Problemen zu tun, was sicherlich auch komplexe Lösungen erfordert. Ich will mal ein Beispiel geben, ein einfaches, fast hypothetisches, inspiriert aus der jüngeren Zeit, wenn man es zu tun hat mit einer Epidemie oder Pandemie und man beobachtet das Symptom, es gibt viele Todesfälle, epidemiebedingt, wird man sich fragen, woher kommt das, was treibt da den Stress in dem Fall in der Bevölkerung, das nennt die hohen Ansteckungsraten unter anderem, ne? Und woher kommen die eigentlich, wie kommt das zustande? Ja, weil Menschen viele Kontakte haben, stecken die sich an in spezifischen Situationen, warum haben die viele Kontakte, weil da so viele im Berufsverkehr unterwegs sind, nämlich im öffentlichen Personennahverkehr, und das hat damit zu tun, dass so viele Leute sich durch die Gegend bewegen, um zur Arbeit zu kommen, hin und her pendeln, was natürlich hervorgeht aus der ungleichen Verteilung von Arbeitsplätzen im Raum. Das wäre so eine sehr einfache Kette, wo wir schon merken, da gibt es sicherlich viel mehr Einflussgrößen, die hier eine Rolle spielen. Und jetzt könnte man dann hergehen und sagen, wir ändern mal die ganze Situation mit den Wohn- und Arbeitsorten. Und werden dann feststellen, es gibt Strategien, die sind nicht realistisch und nicht plausibel. Und da braucht man jetzt nicht Hand anlegen. Man kann manchmal nicht beliebig tief bei den ursächlichen Faktoren ansetzen. Also könnten wir sagen, öffentlicher Personennahverkehr ist ein Problem, den stoppen wir jetzt im Rahmen einer Pandemie. Und dann gibt es keine Berufspendler mehr und die Kontakte fallen da weg. Das wäre jetzt sozusagen die Plausibilitätsprüfung dieser Kette, und gehen auch die Ansteckungsraten runter. Tun sie aber nicht, stellt man dann fest. Das heißt, da gab es noch andere Gründe, nicht? Und dann wird es komplex, idealerweise, dass man sich überlegt, okay, dieses Problem wird getrieben von anderen Treibern, ursächlichen Faktoren. Die Leute stecken sich auch in der Freizeit an. Das heißt, da müssen wir an die Freizeit ran, also den totalen Lockdown. Niemand soll niemanden mehr treffen. Und dann werden wir feststellen, es gibt weniger Kontakte in allen Bereichen, es gibt reduzierte Ansteckungsraten und die Zahl der Todesfälle sinkt. Gut, man kann das so machen, kann jetzt aber auch schon weiterdenken und sich überlegen, was folgt dann mutmaßlich aus der Anwendung einer Strategien. Das wäre dann sozusagen etwas proaktiv, und die Frage, brauche ich noch weitere flankierende Maßnahmen oder ist es einfach jetzt alles prima, weil man wird natürlich schnell sehen, dass diese Kontaktbeschränkung, der totale Lockdown, die Leute können nirgendwo mehr hin, nichts machen, Arbeitsplätze gefährdet, soziale Folgen hat und so weiter. Und am Ende wird die Akzeptanz sinken für solche Maßnahmen, und dann funktioniert der Lockdown nicht mehr und sie treffen sich trotzdem und die Ansteckungsraten gehen wieder hoch. So, dann kann man sich halt fragen, brauche ich jetzt noch zusätzliche Strategien, um diese negativen Konsequenzen meiner Maßnahmen zu puffern, oder wird es überhaupt eine realistische, gute Strategie sein? Derartiges kann man und sollte man tun im Umgang auch mit Ökosystemen, im Bereich des Naturschutzes, des Ökosystemmanagements, wenn man feststellt, es hat Klimawandel, die Bäume sterben ab und ich brauche einen neuen Wald. Und wo man sich dann sagt, okay, dann nehmen wir die alten Bäume weg
und pflanzen neue hin, die dann aber gegebenenfalls auf diesen Flächen nicht mehr aufwachsen. Und das wäre dann eine Strategie, die nicht funktioniert. In diesem Fall ex post feststellbar, da ist natürlich die Frage, wäre das möglich gewesen, das zu antizipieren, weil man sich hätte überlegen können, dass durch das Freiräumen der Flächen, Kahlschläge, man die Temperaturen hochbringt, die Austrocknung befördert, die Empfindlichkeit der Bäume in den extrem heißen Sommern und ja, war das dann die richtige Strategie? In diesem Fall ist es dann gar nicht so leicht mit dem adaptiven Management, das muss man auch sagen, nicht so, dass das immer das Patentrezept ist, weil wenn man feststellt, ich habe Mist gebaut und das ist jetzt hier irgendwie ganz schwierig, auch Bäume, die ich von woanders herhole, irgendwie nordamerikanische Douglasien, die vermeintlich besser mit wärmerem Klima umgehen können, wachsen ja auch nicht an. Gut, kann ich mir jetzt nicht überlegen, ich bräuchte vielleicht doch das Totholz von den Bäumen, damit mir der Boden beschattet wird, gekühlt wird, das kriege ich jetzt nicht mehr her, das ist weg. So, insofern sieht man, das ist klug, Dinge sich vorher zu überlegen. Am Ende wird es interessant, vor allem wenn wir selbstverständlich die verschiedenen Strategien zusammendenken. Darum geht es ja auch, die Evaluierung von Synergien und Konflikten zwischen Strategien. Es kann ohne weiteres eine Strategie geben, die man anwendet, die dann eine andere behindert oder die negative Einflüsse bewirkt. Hier haben wir eine konkrete Maßnahme, die zu einer Strategie gehört, sicherlich irgendwie Flüsse zu stabilisieren, die geprägt sind von sehr starkem Oberflächenabfluss nach Starkregen. Das ist hier ein, wie soll man sagen, ein Wadi in Kolumbien, in einer Trockenwaldregion, ein Fluss, durch den gerade kein Wasser fließt, wo wir aber erkennen, dass da Erosion passiert ist und wo man jetzt versucht, die Ufer zu stabilisieren mit solchen Gavionen. Und interessantes Beispiel, weil hier im Laufe des gleichen Tages Dinge passiert sind, die dann zeigten, dass das so einfach nicht wird. Ein paar Stunden später sah das an dieser Stelle so aus. Da hat es im Oberlauf Starkregen gegeben und es kam eine Flutwelle runter, die dann diese Maßnahme zerstörte, diese Gavionen wegspülte. Und allerdings dadurch, dass die Struktur dort genau an der Stelle war, das Wasser umgelenkt wurde und auf der anderen Flussseite den Fluss weiter ausgehöhlt hat und sozusagen die Erosion jetzt noch in eine neue Bahn gelenkt hat. Also eine kontraproduktive Strategie. Im ganz Kleinen, das ist natürlich übertragbar auch auf größere Situationen. Wir stellen fest, was immer wir tun in einem solchen komplexen System, hat jegliche Form von Wirkung und Nebenwirkung. Und klar, wenn wir viele Strategien entwickeln, geht es darum, wirken die in einem Konzert, dass wirklich ein Systemwandel passiert, eine Transformation ermöglicht wird. Gibt es auch, das wäre das Nächste noch, in diesem Geflecht von Problemen, auch Faktoren, die unsere Wirksamkeit der Strategien verschlechtern. Wir haben das schon gesehen am Beispiel der Aufforstung. Oder gibt es auch Risiken, an die wir nicht gedacht haben, die erst in dem Moment auftreten, wo wir die Strategie implementieren und was dann bedingt, dass die Effektivität nicht gegeben ist. Das ist hier eine Maßnahme im Rahmen eines Schutzgebietsmanagements in Guatemala tatsächlich, wo als ein Problem erkannt wurde, dass die Menschen, die in den Nationalpark eindringen, um da Ressourcen zu nutzen oder eigentlich nicht eindringen, die da so Ressourcen nutzen, nicht genau erkennen, wo der Park anfängt. Und da hat man sich überlegt, wir müssen den Park, die Parkgrenze deutlich machen. Und man hat dann eine Schneise hier durch den Wald geschlagen, wo man sagt, so auf der Seite beginnt jetzt der Nationalpark, da dürft ihr nicht rüber. Hatte sich auch davon versprochen, dass das vielleicht als eine Feuerschneise wirkt,
die bedingt, dass der Feuer aufgehalten wird und nicht von außen in den Park eindringen kann. Das ist im Grunde nicht wirklich wirksam, wenn man eine solche Schneise anlegt, weil Feuer einmal entfacht, allemal unter heißen tropischen Bedingungen auch große Schneisen überspringt. Also das müsste viel breiter sein. Also das wäre dann auch so ein Aspekt der Analyse von Strategien, ob das so hinhaut. Was hier jetzt allerdings passiert ist, ist, dass diese Schneise benutzt wurde von Siedlern, dafür viel schneller in den Park einzudringen, nämlich entlang der Parkgrenze sich auszubreiten und dann entsprechend Wald zu roden rund um den Park. Und es hat also die Problematik hier verschärft an eine kontraproduktive Strategie. Auch das gibt es, dass man mit Maßnahmen ganz neue Risiken schafft. Und wir können uns vorstellen, wie das gilt allemal für Technologien, auch auf globaler Ebene, von denen wir erwarten, dass sie uns neue Möglichkeiten bescheren, aber dann auch das Gegenteil tun und tatsächlich die Lebensfähigkeit von Ökosystemen weiter reduzieren und das menschliche Wohlergehen auch reduzieren. So, es wird komplexer in der Planung, in der Abschätzung, nicht von den Schritten, die notwendig sind, aber auch den Überlegungen, wie Strategien zusammenwirken können. Aber was ist denn die Alternative? Denn je mehr man sich mit diesen komplexen Situationen beschäftigt, desto deutlicher wird, je isolierter man ein Problem betrachtet und auch behandelt, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, in komplexen Systemen erfolgreich sein zu können. Wichtig ist, sich Ziele zu setzen, völlig klar, die Oberziele sein müssen und auf der Ebene, wo wir wirklich die Veränderung erreichen wollen, und Teilziele, die dann in Bezug auf ihre Erreichung gemessen werden können, mit Indikatoren, mit überprüfbaren Ergebnissen. Das ist etwas, was sich nun auch im Zuge von Nachhaltigkeitsstrategien immer mehr durchgesetzt hat, dass sie wirklich konkreter werden, Ziele formulieren und eine Messbarkeit vorsehen. Kurze Zusammenfassung, also was sind wirkungsvolle Strategien? Solche, denke ich, die auf einer angemessen komplexen Situationsanalyse beruhen und wo auch nicht die Augen verschlossen werden, auch nicht vor unbequemen Prozessen beziehungsweise auch nicht die Augen verschlossen werden vor Nichtwissen, das wir eventuell haben oder das uns schon bewusst ist und was uns da einen Strich durch die Rechnung machen kann. Strategien in einem komplexen System müssen selbst komplex sein. Das ist relativ klar. Die müssen darauf angelegt sein, miteinander zu interagieren und Wechselwirkungen zu erzeugen, die kohärent sein müssen. So, das ist wirklich ein abgestimmtes, ganzheitliches Portfolio wert, und gute Strategien werden sicherlich eine angemessene Portion Risikomanagement beinhalten und nicht nur in Bezug auf Risiken eventuell Maßnahmen vorsehen, die Strategien selbst betreffen könnten, sondern auch Risiken, die von den Strategien ausgehen können. Was wäre wenn? Wichtige Frage bei diesem Erarbeiten. Das Ganze jetzt hier an kleinen Beispielen erläutert. Frage, kann man das auch auf eine globale Ebene anwenden? Denn wir sind ja auf der Suche nach der großen Strategie für die Welt, für dieses Erdsystem, nicht? Und klar, da haben wir auch schon einiges an Diagnose zusammengetragen. Es ist dann alles nochmal sehr viel größer. Es werden sehr viel mehr Faktoren, die Komplexität ist größer. Was ist los in der Welt? Sehen wir klar, die verschiedenen Ökosysteme sind unter Druck. Sie verlieren bereits ihre Funktionstüchtigkeit. Sie leisten nicht mehr überall Beiträge zum menschlichen Wohlergehen. Wir haben eine sehr schnell sich wandelnde Situation. Das ist noch eine verschärfende Problematik. In dem Moment, wo wir eine Diagnose haben, so eine Wissenskarte an der Wand, ist das ein Schnappschuss und der ist morgen schon wieder veraltet. Und dann kommen schon wieder neue Dinge hinzu, etc., was es noch schwieriger macht, in
ja, diesen Bedrohungen, die sich aus den Wechselwirkungen ergeben, aus der Beschleunigung, aus der Unwirksamkeit von Lösungen. Und so, was ist die Aufgabe? Das sind jetzt hier die Terms of Reference für die globale Nachhaltigkeitsstrategie. Es muss ein Vulnerabilitätsmanagement gemacht werden, das heißt, die Verwundbarkeit muss reduziert werden der Systeme, die schon schwer betroffen sind. Es braucht ein Risikomanagement, einen Umgang mit der entsprechenden Unsicherheit, was da genau passieren wird, was wirken wird. Und ganz am Ende soll das Ganze, diese große Transformation ausgelöst werden. So, wir haben globale Strategien seit einigen Jahrzehnten. Die erste Strategie bestand aus mehreren Zielen. Die Millennium Development Goals, die Jahrtausend-Entwicklungsziele, 8 an der Zahl, die bis 2015 zu erreichen waren, die ja, kritisch begleitet und analysiert wurden. Und letztlich dann ja auch erweitert wurden in Form der SDGs, der nachhaltigen Entwicklungsziele, dieser globalen Agenda, die jetzt gilt und wo wir diese große Spannweite haben von Themen eigentlich entstanden, auch aus Wünschen verschiedener Akteure, die sich mit Armut beschäftigen, mit Ökosystemen, mit Wirtschaft, mit allem, was nicht in Ordnung ist. Und das ist mehr oder weniger reflektiert in dieser Liste von Zielen, die nicht hierarchisch sind. Und auch die Reihenfolge soll nicht eine Priorität implizieren. Wobei, klar, die Armutsbekämpfung lange schon als relevantes Ziel verfolgt wird von der Weltengemeinschaft und das ist das Ziel, bis 2030 Armut auszulöschen. Es gibt diese Ergebnisse oder Teilziele und es gibt die Indikatoren, die diese Agenda untersetzen, diese globalen Ziele, so dass wir tatsächlich eine Nachverfolgbarkeit haben, eine Messbarkeit, die Effektivität kann geprüft werden. Und das ist eine wichtige Neuerung und auch hoch anzurechnen, dass jetzt wirklich ein fast Echtzeit-Monitoring betrieben wird auf der Website der Vereinten Nationen, auf dieser Knowledge-Plattform, wo alles zusammengetragen wird zu diesen Zielen, zu dem, was gemacht wurde, was erreicht wurde oder auch nicht erreicht wurde. Das wäre jetzt hier ein Blick auf den Progress Report, den Fortschrittsbericht 2019, wo man feststellen musste, not on track, nicht wirklich erreicht oder nicht auch im Korridor, der notwendig ist, um zu erreichen. Wenn man in 2022 schaut, wird man sehen, dass nicht nur die Zielerreichung nicht mehr funktioniert, sondern dass die Situation aktuell sich verschlechtert, weil neue Risiken aufgetreten sind, wie eine Pandemie, die über Jahre anhält, ein Krieg in der Ukraine, drohende oder schon einsetzende Probleme mit der Nahrungsmittelversorgung und so weiter und so fort. Nur beispielhaft ein weiteres Ziel, das Ziel des wirtschaftlichen Wachstums, was ein eigenes bekommen hat, wo es um auch Sustainability geht, nachhalten, aber Sustain per capita economic growth, also ökonomisches Wachstum pro Kopf soll wachsen, was ja zuweilen im Kontext von Nachhaltigkeit kritisch gesehen wird, ist hier aber auch Teil des Portfolios, wo die Frage ist, ob da die Kohärenz gegeben ist zwischen den Zielen oder ob es auch Konflikte gibt zwischen den Zielen. Und wo die Frage ist, ob jetzt irgendwie nur so ein jährliches Wachstum eines Sozialprodukts pro Kopf ein angemessener Indikator sein kann, um hier Nachhaltigkeitszielerreichung zu beobachten. Allerdings unabhängig davon gibt es auch hier ein Schwächeln
allerdings nur in der Form, als dass das Wachstum abgeschwächt war 2019. Und wo man erwartete, dass das ja, zurückging auf ein Niveau immerhin einer, ja, eines Niveaus vor der Finanzkrise, nicht wissend natürlich, dass ja, die dicken Krisen auch hier eine Verschlechterung bedingen und letztlich die Zielerreichung nicht plausibel ist. Ein paar Ziele weiter, 15, geht es um die terrestrischen Ökosysteme, also etwa die Wälder, wo angestrebt wird, dass durch die Erhaltung, die Wiederherstellung, die nachhaltige Nutzung von Landökosystemen und auch Süßwasserökosystemen erreicht werden soll, dass die funktionieren, dass die Leistungen erbringen und dass das Ganze, ja, passiert im Rahmen der bestehenden internationalen Vereinbarung der Konvention. Wie sieht es da aus? 2019 gar nicht auf dem Gleis in Richtung Zielerreichung und das ist auch bei 2022 nicht besser geworden, wo natürlich jetzt die Zeit irgendwie sich auch verkürzt schon, die noch möglich ist für die Zielerreichung. Entwaldung gibt, schreitet voran, Degradierung, Verlust von Biodiversität und so weiter. Man sieht allenfalls ein Wachstum an Maßnahmen, die versuchen dagegen zu steuern, was aber ja so lange noch kein Erfolg ist, wie diese Maßnahmen keine Wirkung zeigen in den Systemen. So, die Frage ist, wie systemisch sind diese Nachhaltigkeitsziele? Kann man das so machen? Ziele ohne Hierarchie und ohne Priorisierung nebeneinander verfolgen. Warum hat man sich hier auch nicht darum bemüht, vielleicht zu klären, ob es ein Ziel gibt, was zuerst erreicht werden müsste und ein weiteres etwas später oder ob ein Ziel zur Erreichung von anderen beiträgt. Klar, wir haben die Vielfalt der Perspektiven, der unterschiedlichen Disziplinen, die dann unterschiedliche Aspekte priorisieren. Die Klimaschützer werden sagen, das Allerwichtigste ist das mit dem Klimaziel 13. Während andere sagen würden, wenn wir jetzt kurzfristig schon die Ökosysteme verlieren, haben wir keine Chance, letztlich den Klimawandel wirksam zu kontrollieren. Oder es wird sich so schnell ja, die Senkenleistung verschlechtern, dass dann die auf den Weg gebrachten Klimaschutzmaßnahmen nicht ausreichen. Andere würden sagen, klar, wir brauchen nichts mehr als Frieden und eine funktionierende Weltengemeinschaft, um diese Agenda zu besprechen zu können zwischen allen Staaten und sie gemeinsam voranbringen zu können. Man erkennt schon, es ist nicht so einfach zu sagen, welches Ziel ist jetzt wichtiger oder müsste vorn dran sein. Dennoch, klar, gibt es Bemühungen, Gruppen von Zielen zusammenzufassen, die vielleicht dann auch widerspiegeln, doch existierende Ansätze, die wir in diesem Kontext auch besprochen haben, wie jene der genesteten Systeme, dass etwa, klar, das große ganze System die Biosphäre ist, das globale Ökosystem und dass entsprechend die Ziele 15 und 14 und 6 und 13 das Allerwichtigste sind. Wenn wir die vermasseln, werden die anderen auch nicht erreichbar sein können, weil ja die betreffen das soziale System, was eingeschachtelt ist, abhängig vom Zustand des globalen Ökosystems und wir am Ende die Wirtschaft, die davon abhängt, dass beides funktioniert, das soziale System und das größere Ökosystem. Also gibt es Möglichkeiten der hierarchischen Darstellung, da ist von verschiedenen Autorinnen zu gearbeitet worden und das ist selbstverständlich noch nicht umgesetzt jetzt auf einer politischen Ebene, wäre halt aber relevant. Es beginnt schon mit der Bildersprache, immer wichtig, was machen wir uns für ein Bild von dieser Welt und was machen wir uns für ein Bild von den Strategien. Hier dieser kleine Schritt zum Puzzle,
zeigt schon, dass es eine Verzahnung gibt von Zielen, ist schon etwas mehr als Ziele, die nebeneinander stehen oder Ziele, die ja, über Äste verbunden sind, könnte so ein bisschen mehr die Komplexität darstellen. Auch das wurde schon ja, stärker visualisiert, immerhin. Aber was bedeutet das nicht im konkreten Ziel, im konkreten ja, auch Fördern, Verfolgen dieser Ziele? Gäbe es eine Möglichkeit, eine Theorie des Wandels zu konstruieren mit Nutzung dieser bestehenden Ziele? Manche sind solche, die wirken auf der Ebene der ursächlichen Faktoren. Die Partnerschaft auf globaler Ebene, das Bereitstellen von Ressourcen, um vieles möglich zu machen. Ziele, die zu tun haben mit der Veränderung unseres Lebensstils, der Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir unsere Städte bauen, wie wir unsere Nahrungsmittel gewinnen, Energie bereitstellen. Und das wird sich direkt auswirken auf klar, das Klima und die Ökosysteme. Und daraus ergeben sich dann die Ziele, nicht, die davon abhängen, die mit sauberem Wasser zu tun haben, Gesundheit und Wohlergehen. Und am Ende, klar, wird es noch ein bisschen komplexer sein. Die Frage ist, wird es ein Mehrwert bedeuten, wenn wir mehr Komplexität in diese Debatte bringen, vielleicht mindestens etwas mehr Demut und etwas mehr ja, Vermeiden von allzu einfachen, simplizistischen Lösungen, die ja, uns helfen können, ein Portfolio aufzubauen auf der internationalen Ebene. Das ist sicherlich noch mal schwieriger, schon mit diesen wenigen Zielen, die sehr viele sind, all diese 17 Ziele. Aber allemal müsste es ja, so aussehen, denke ich, auf der Ebene von kleineren, leichter zu managenden sozialen Systemen, wie etwa Institutionen, Unternehmen. Eigentlich müssten auch nationalstaatliche Nachhaltigkeitsstrategien komplexer sein. Und jetzt habe ich hier auch alle Ziele eingeblendet. Das müsste nicht so aussehen, aber wir brauchen sicherlich zumindest mal eine Debatte. Was kommt zuerst? Was ist wichtiger? Was sind Querschnittsziele? Und sind diese Ziele eigentlich ja, angemessen angesichts der Problemanalyse, angesichts der Diagnose, zu der wir kommen, wenn wir einen ehrlichen und realistischen Blick auf die Welt werfen?